390 zumeist rassistische, homosexuellenfeindliche und antisemitische Angriffe und Bedrohungen sind in Berlin im vergangenen Jahr von der Opferberatungsstelle Reach Out gezählt worden. Das waren 81 mehr als im Vorjahr und zudem der höchste Stand seit Einrichtung der Beratungsstelle 2001. Durch die Taten wurden mindestens 509 Menschen verletzt oder bedroht. Mit 219 Fällen war mehr als die Hälfte der Taten rassistisch motiviert. Meistens handelte es sich um Körperverletzungen. Die Berliner Polizei registrierte im letzten Jahr 153 Gewalttaten von Rechtsextremisten.